So, liebe Leute, es ist wieder Zeit für Mass Effect und für mich ist ein bisschen Zeit vergangen zu der letzten Episode. Wir sind ja hinter dem Shadow Broker hinterher und sind ja auf dem Schiff gelandet und dann schauen wir mal, ob wir ihn finden werden. Meine Vermutung ist, er wird nicht da sein und es wird ein Massaker werden. Aber mal schauen, was es ist. Wir sind gerade gelandet und ja, gehen wir mal runter. Achtung, es wird gleich laut. Na? So, und ein bisschen windig. Ja gut, dann gehen wir mal. Müssen wir denn überhaupt hin? Hier runter. Habt ihr schon geschossen? Nee. Ah, sieht schon geil aus, muss ich schon sagen. Was ist... Was, wo? Oh. Wir müssen denken, wir wären Trümmer von dem Sturm. Wow, also wenn die denken, dass wir Trümmer sind, dann ist die KI aber nicht wirklich gut. Mein Ziel ist erledigt. Ich würde wahnsinnig gerne wieder nach innen gehen. Aber es sieht halt schon cool aus. Vorsicht, diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Danke für den Hinweis. Ich muss hier weg. Den habe ich weggefunden. Oh, nice. Einer weniger. Aber ist das nicht auch für uns gefährlich? Just asking. Ganz schnell weg hier. Okay. Jetzt auch schon hier weiter. Habe ich nicht eine geilere Waffe für das? Schwerepistole, aber nur 60 Schuss. Ich brauche noch was für die schwere Waffe. Was ich mir aus irgendwelchen Gründen auf dem... Oh, so einer. Was machen wir mit der Disruptor-Munition und Überlastung? Oh, kein Schild mehr. Das ist schlecht. Den habe ich weggeputzt. Ah, ich habe trotzdem übersehen, dass wir hier wieder so einen Kondensator hier haben. Wo muss ich lang? Hier lang? Leute, steht es nicht in der Nähe von dem Teil. Das ist ungesund. Wie man hier demonstriert. Feind wird angegriffen. Komm ich denn hier rüber? Jetzt einfach mal hier runter. Ja, okay. Ich habe keine Orientierung mehr. Was ist das? Loki-Mech. Nice. Okay, wieder geschreddet. Ja, ich gehe einfach mal. Kann schon irgendwas passieren, wenn es nicht richtig ist. Oh, lass bitte eine Tür irgendwie mal kommen. Okay, nach unten zu sehen war ganz eindeutig ein Fehler. Echt, wieso? Sieht ja eh nichts. wow, was macht's denn ihr da? Machst du nichts da?
schon mal volles Hund aufs Maul. Einer weniger. Also wenn ich der Shadow Broker wäre, ich würde jetzt irgendwie abhauen. So gut kann der ja gar nicht sein. Oh ja, yeah, sowas wie innen. Sieht aber was zum... Dieses Schiff ist unglaublich. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, das im Geheimen zu bauen. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Das können wir uns doch... Ja, leben vermutlich nicht mehr. Die Navigation ist in diesem Sturm kaum machbar. Wenn die Triebwerke des Schiffs nur einen Moment aufsetzen, wenigstens würde der Shadow Broker mit uns untergehen. Sehr tröstlich. Allerdings, es sieht echt spacig aus. Geil. Ja, dann geht's wieder nach außen, oder? Ja. Und, kommen hier wieder die nächsten? Naja, sonst weiß ich mal nicht. Und Minigel haben wir alles. Habe ich jetzt für die schweren Waffen? Ja, 260. Wie riesige. Okay, wir haben einen Safe Point, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, nee, was du nicht sagst. Wir sind ja schon die ganze Zeit. Aber diese Waffe nicht einfach. Einfach so mega ziehen würde beim Schießen. Bestätige! Hier machen wir mal das da und das da. Na komm. Ich liebe dieses Gewehr. Ah, ich habe die Kondensatoren wieder vergessen. Ach, da war voll nicht drauf. Oh, hallo. Ja, geil. Voll mit der Rakete rein. Okay. Wir werden das garantiert im Edit dann ein bisschen runterdrehen müssen. Also bei mir geht es gerade voll ab auf die Kopfhörer. Jetzt tatsächlich weiter. Shit, bin ich verreckt nicht. Start zum Feuer. Ja, die Effekte teilweise. Sieht auch wieder nach Stress aus, ja, natürlich. Wird erledigt. Sind eigentlich meine... Ach, da hinten sind meine Kollegen. In Ordnung. Was machen wir bei dir? Machen wir mal Verbrennung. Ah, oh, diese scheiß Raketenwerfer. Okay, jetzt reicht's. Nein, ich wollte Sniper machen. Und tschüss. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wohin denn jetzt? Mal nicht hier lang, so wie es aussieht. Hier rauf. Steuerkonsole. Also ja, hier rauf. Aber jetzt so nicht vorbeikommen. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. Aufpassen!
Nice. Okay, sonst noch jemand? Ja, er da. Habe ich mir da Frostmunition gegeben? Wir werden den einmal hier aktivieren. Das wird ein harter Treffer. Nee, da geht's mit dem wieder besser. Ja, ich habe irgendwie so Frostmunition drauf. Wo ist der andere? Ach, da hinten. Und tschüss. Und noch einer. Ah, das war wieder so ein Raketenwerfer. Das müsste sie ausbremsen. Oh, das ist jetzt ein bisschen viel. Na, bitte geh nicht drauf, bitte geh nicht drauf. Das hat gesessen. Okay, war's das? Nee, natürlich nicht. Aber jetzt. Gehen wir davon aus. Hier lang. Der Blitzableiter ist auf einer Schiene. Sehen Sie einen Schalter? Was? Der hier? Ja, hier oben. Jetzt wird es aber langsam wiederholend hier. Kontrollieren sich ja gern auf der Hülle. Wenigstens ist ja, der Ausblick schön. Da, diese Luke führt direkt zu den Kommunikationssignalen. Ja, Gott sei Dank, jetzt geht endlich nach innen. Verschlossen. Moment, ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen, damit knacke ich das. Ein was? Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Zumindest nicht in diese. Oh. Das wird ein harter Treffer. Sind Sie sicher, dass der Schank funktioniert? Sowas ist sogar auf Idiom illegal. Garantie war keine drauf. Aber Sie haben ihn doch getestet. Da kommt noch mehr. Sagen Sie mir, dass Sie ihn getestet haben. Zum Feuer. Werde den Schuss aus. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Okay, kommen die jetzt von beiden Seiten? Oh Mann. Wie ich sowas hasse. Scharfschütze. Anvisiert und umgenietet. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Diese Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Achtung, es kommen noch mehr. Oh, ich sollte mal hier weg. Okay, Gott sei Dank hat diese Kondensatoren da. Die einfach jedes Mal explodieren. Spricht für die Qualität. Okay, noch mehr. Alter, da ist nur ein Ding erstmal grün. Das müsste sie ausbremsen. Feindliche Biotika auf dem Feld. Ja, schon ein bisschen länger. Hä, was ist jetzt? Okay, irgendwie war es jetzt einfach mal passiert. Okay, wo ist die? Nice. Raketendrohnen, Schiffsbug. Was? Wo? Ach nö. Mal wieder auf das da.
Ich bin am Stiel dran. Den habe ich weggeputzt. Okay, noch mehr. Okay, ein bisschen zu viel los hier. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Wo? Oh. Geben Sie den Söldnern keine Tipps. Das wird ein harter Treffer. Oh, 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 oh. So muss es sein. Okay, das ist Holzen. Auch hier bitte. Also soll mir die da nicht so viel Quatsch, aber da bin ich leicht nervös. Man muss ihnen nur taktische Unterstützung geben. Dafür müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Träumen Sie weiter, Tony. Mein Ziel ist erledigt. Okay. Scheiße, in Deckung. Nein, 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 bitte stirb nicht. Okay, wo, 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 was, wo? So ein Scheiß. Fuck. Das müssen Sie aufpassen. Ja, die Luke ist offen. Oh ja, bitte, sofort rein. Oh, Gott sei Dank. Bisschen Entspannung. Oder auch nicht. Okay, geile Musik jetzt übrigens. Gehen wir mit Scharfschützen. Wie viele Wachen hat der Shadow Broker denn? Voll in die Nüsse. Gut, sonst noch jemanden? Nee. Doch, einer. Kommt ihr? Sehr gut. Ich möchte das ungern alleine machen. Und unten bleiben. Hä? Warum komme ich denn da nicht? Oh, und da. In Ordnung. Greife Ziel an. Feuer. Achtung, die Atari. Oh, wo ist sie? Oh Leute, jetzt schießt's doch mal. In Ordnung. Komme! Vorsicht, Blendgranaten! Ja, sie hat's noch gesagt, ne? okay, tun wir mal Waffen wechseln. Die Schwerdewaffe will ich mal irgendwie auf den Bosskampf oder so aufbewahren. Dass wir die noch haben. Oder geht's nach unten? Mach mal das mal zuerst. Aber hier konnte ich eh nichts machen. Da geht's nicht auf. Also gehen wir nach vorne weiter. Ein bisschen schöner hätte es mal aber schon eingerichtet hier drin. Ich hab den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenblock und zu Farron. Oh! Ja. Alles klar. Beeindruckend. Wird erledigt. Oh. Ach, da. Die Drohne neutralisieren. Pack, pack, lass mich gehen. Ach so. Was?
Nein! Zwei extra in der Deckung. Ja, okay. Und ab wo geht. Ah, okay, ab hier geht's weiter. Wenigstens sind allzu weit zurück. Ich hätte gerne dich. Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenblock und zu Farron. Na, geht mal vor. Granate bitte. Bin gleich da. Ich bin dabei. Komm. Schon unterwegs. Geht mal vor, ihr zwei. Beeindruckend. Und ja, alles klar. Okay. Wird erledigt. Dann bitte da reingehen. Sie setzen Kampfdrohnen ein. Ach, das war das, was mich vermutlich gekillt hat. Und da ist auch noch einer. Gewesen. Oh ne, ihr seid alle schon. Okay. Schwach. Gut, perfekt. Medigil. Ich würde mal sagen, wir müssen hier rein, ne? Gut, machen wir das mal. Terminal. 4500. Ach, das wieder. Widerstand. Widerstand, sehr praktisch. C und C. Und die zwei noch. Ja, locker flockig sind wir noch wieder drin. Videosequenz. Farron. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Es kam mir gleich zu einfach vor. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn Sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Sagen Sie uns, wo wir hin müssen. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten zählen. Ja. Sichtkontakt herstellen. Ziele markieren. Das wird jetzt heißen, dass wir gleich mega Stress kriegen. Verstanden. Ich bin am Ziel dran. Feind wird angegriffen. Sie haben was das? Werde den Schuss ausführen. Verstanden. Ich hätte gerne eine Krüm. Ah, wobei, Krümmunition. Greife Ziel an. Leute, kommt's mal hier nach vorne. Ah, oh, die Wegfindung teilweise. So, komm mit euch. Geil. Beeindruckend. Anvisiert und umgenietet. Okay, waren das jetzt alle hier? Ja. Nee, doch nicht. Ich bin dabei. In Ordnung. Oh, die Krümmung jetzt im Behälter sich. So, jetzt was mal ganz kurz ruhig ist. Wenn wir hier den Saft abdrehen, dann habe ich gerade die Vermutung, dass er den Schiff hier dann irgendwie abstürzt. Das hat ja gerade vorher, war ja uns ja geheißen, wenn hier dann nur einmal kurz der Strom ausgeht, dann haben wir hier ein Problem. Vorsicht! Na komm her. Oh, das war's schon. Okay. So, einmal Terminal. Ah, du lebst ja noch. Gut, bis er wieder voll mit Medigis ist.
Kommt ihr? Du blitzt einfach durch die Tür. Ja, ist okay. Was zum... Du bist der Shadow Broker? Wollen Sie den Trail? Rücksichtslos. Sogar für Sie, Commander. Die Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem. Aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrens zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farren hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drake bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Seien Sie klug und lassen Sie Farren mit uns gehen. Sie werden überhaupt nicht gehen. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Es ist gut, dass Sie Archangel mitgebracht haben, Tissoni. Sein Kopfgeld wurde noch nicht beansprucht. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie im Trüben fischen. Ach ja? Sie sind ein Yark, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Okay. Oh, das war wohl ein Treffer. Okay. Sehr gut, dass ich das mit der schweren Waffe gemacht habe. Scheiße, dass wir jetzt nur noch einen haben. Singularität. Das müsste sie ausmachen. Taktische Tarnung lasse ich mal noch. Taktische Tarnung. Was ist das hier jetzt schon wieder? Kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Das heißt? Dann machen wir es auf die harte Tour. Raus jetzt! Nee, oder? Ja, geil. Schild auch noch. Aber er sieht schon geil aus. Also rein von der da Kreatur her. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Und ich habe keine Munition mehr. Ja, das war ja klar. Fuck, der wird mir richtig einheizen. Inferno-Granate. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Schilder, Schilder. Fuck, 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 ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Habe die Schilde verloren. Solange er angreifbar ist. Coole Phase, muss ich aber sagen. Das war ein anderer Kampf. Wer
wenn sie ihn dazu bringen, das kaputt machen, wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Ja, einfach voll draufhauen, oder? Disruptor. Da ist immer sie weg. Weg. Oh Mann, ich hab fast keine Munition mehr. Aber wie mache ich denn das? F-Nahkampf. Nice. Und was hat sie jetzt vor? Was dann wohl mit befragen? Shadow Broker, hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Sonartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Beide Göttin der Ozeane. Du. Du. Wie? Nun, jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Du, der neue Shadow Broker. Will sie das wirklich machen? Klar, also rein für die Infos, was wir da kriegen, wäre schon nice, aber Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich ihn... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Es ist vorbei. Es ist endlich... 2 Jahre lang. Schon in Ordnung. Was mit Text passiert? Ich habe 2 Jahre um sie und Farron getrauert. Nun habe ich sie beide zurück. Ich... Mal sehen, was wir hier haben.
keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Ja, dass sie mit mir kommt, das wäre mir natürlich lieber. Aber dass wir jetzt hier natürlich so eine Informationsquelle haben und die Partner, ist halt schon ein Argument. Aber ob sie das aushält? Gehen wir mal mit dem, was haben wir hier? Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Ich wünsche dir viel Glück. Hoffentlich kriegst du das hin. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Okay, krass. Also war eine spannende Mission, mit dem Ende hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Und wow, der Shadow Broker hat ja mal geil ausgeschaut. Und wie er dann einfach mal konfrontiert worden ist mit der Story. So geil. Ja, jetzt wollen wir schauen, ob sie es aushält und ob das uns einen Nutzen bringt und ob sie auch das schafft. Mal schauen, ob es jetzt ein Afterbriefing von dem Ganzen gibt. Gibt's nicht? Ja, okay. Warum auch immer ihr jetzt da seid, ob der Normandy bin. Dann gehen wir auch zur Normandy. Warte mal, abbrechen. Ich kann ja ansonsten jetzt hier nichts machen, oder? Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Ah. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Das macht jetzt irgendwie so wenig Sinn, dass wir jetzt schon Infos haben, oder? Okay, was haben wir hier alles? Investitionsmöglichkeiten. Mal benutzen. Ein Piratenvolk, die wird mit der Außenberechnung des Terminalsystems zusammengezogen, um Überfälle angelegen, Allianzkrieg vorzubereiten. Okay, jetzt machen wir mal. Ja, was bringt mir das? Bürokratische Untätigkeit. Die Seele von sein kann die Tests einer neuen vielversprechenden Antibiotikums nicht durchführen. Bei Unterlagen versehentlich falsch abgelegt wurden, dann nutzen sie ihre Kontakte, um die Hürden zu überwinden, damit den Geschäfts begründen werden kann. Ja, machen wir auch mal. Verleumdungskampagne. Eine korrupter Politiker will alle auf der Erde hergestellte Waren, die sein System geliefert werden, mit einer hohen Steuer belegen. Im Austausch gegen Zahlung lokaler Geschäftsmänner. Ruinieren sie den Ruf des Politikers mit einer Verleumdungskampagne. Okay. Immer doch. Angemessen, Eclipse sollten haben eine Planetenkörper insgeheim eine Anlage der Herrschaft roten Sand errichtet. Geben Sie den dortigen Behörden einen Tipp und kann sie dafür die Hälfte der. Nein, das machen wir erstmal nicht. Ja, mir ist noch nicht klar, was das für einen Effekt hat. Dossiers. Was haben wir da? Ich kann sie überprüfen lassen? Okay. Das ist... Okay, das ist schräg. Das interessiert mich jetzt aber eher weniger. Was haben wir hier sonst noch so? Fortgeschrittenes Training. Tain, check. Gibt's auch was für... Oh, Garrus. Ach, ich kann sie generell neu machen. Mit neuen... okay. Neue Fertigkeitspunkte. Was haben wir hier? Anlieferung.
Lieferung alle annehmen. Was haben wir ja sonst noch so? Oh, Shadow Broker Schiffsmodell. Die Geschichte des trojanischen Ratsmitglieds hat in letzter Zeit einige ungewöhnliche Käufe getätigt. Sie rechnet möglicherweise damit, in ein größeres Anwesen umzuziehen. Okay, hier kriegen wir die Koordinaten von Planeten, die reich an verschiedenen Rohstoffen sind. Ladensteuerung. Ah, damit wir hier rausgucken können. Okay, das ist nice. Forschungsterminal. Waffen-Upgrades. Oh ja, machen wir mal. Panzerungs-Upgrades. Was haben wir hier noch? Schadenschutz. Forschen. Mehr Panzerung ist immer geil. Ja, aber das ist das gleiche. Das gleiche wie auf dem Schiff irgendwie. Was ist das hier rechts? Upgrades. Das ist das, was ich schon habe. Okay, was haben wir sonst? Wo geht's da hin? Ach, hier ist er. Musikdatenpad. Was ist das? Videoarchiv. Na, schauen wir doch mal rein, was wir da so Tolles haben. Dies ist ein Zugangspunkt für die Videoüberwachung. Ich habe das Archivmaterial vorbereitet, das Sie bei Ihrem letzten Besuch angefordert hatten, Shadow Broker. Aria Zulu, Omega. Abspielen. Okay, machen wir mein nächstes. Emily Wong, Citadel. Okay, ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Fred Mazai, Citadel. Verstehe es auch nicht. Okay, gehen wir wieder zurück. Dann. Okay, prüfen Sie aber nächstes Mal weitere Videos vorlegen. Ja, okay. Es ist bald Zeit für den Neuerwerb des effektiven Kastenstatus auf Gashan. Ich habe Geldmittel vorbereitet, die Ihnen vollständigen Elitezugang ermöglichen. Okay. So, was hast du zu sagen? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überwältigt. Der Shadow Broker hatte mehr Ressourcen, als Sie sich vorstellen können. Hier, sehen Sie mal. Er hatte Zugang auf höchster Ebene zu den Regierungen der Turianer und der Asari. Und mehr als eine salarianische Dalatres hat ihm Informationen verkauft. Und jetzt gehört alles uns. Ja, sei wirklich vorsichtig damit. Sie werden jetzt aber nicht mit gruseligen Informationen über jeden in der Galaxie zur Einsiedlerin, oder? Ich spüre die Verlockung. Ich habe direkten Zugriff auf alle Geheimnisse der Galaxie. Geben Sie mir 10 Minuten und ich könnte einen Krieg anzetteln. Ja, eben, das ist gerade ein bisschen gefährlich. Aber ich habe ein Ziel, Ihnen zu helfen, die Reaper aufzuhalten. Dadurch bleibe ich ehrlich. Sie wissen schon, relativ betrachtet. Naja, ich habe ein bisschen Angst, dass sie da abdriftet. Haben Sie schon etwas Nützliches gefunden? Der Shadow Broker wusste von den Reapern. Vielleicht hat er deshalb angeboten, dem Rat zu helfen, Sarens Schuld zu beweisen. Er wollte nicht, dass Saren Erfolg hat. Er wusste, dass sie nicht gelogen haben, als sie über ihre Version von dem proteanischen Sender sprachen. Es gibt sogar einige Daten über die Proteaner. Er wusste wohl, was kommen würde und hat einen Weg zum Überleben gesucht. Warum hat er sich immer noch mit den Proteanern beschäftigt? Sie haben uns die Warnung und die Röhre auf Ilos gegeben, aber diese haben wir benutzt. Der Shadow Broker hat wohl gedacht, dass da noch mehr zu finden ist. Vielleicht hatten die Proteaner andere Pläne. Oder vielleicht hat er nur nach allem gegriffen, was irgendwie Hoffnung versprochen hat. Woher wussten Sie, was der Shadow Broker war? Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten sollte, als wir ihn endlich gefunden hatten. Aber bei meinen Proteaner-Studien habe ich mich auch mit Kulturen vor der Raumfahrt beschäftigt. Ich weiß einiges über die Jagd. Auf den Terminals ist mehr, falls es Sie interessiert. Eine faszinierende Kultur und eine erschreckende. Wie geht es Farron?
So gut, wie man es nach 2 Jahren ständiger Folter erwarten kann. Kommt er wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Er will arbeiten, also lasse ich ihn helfen. Vielleicht lenkt ihn das ab. Und? Sie und Farron? Nein. Die Tortur hat bei ihm ein Trauma ausgelöst. Er ist emotional empfindlich und muss sich erholen. Er ist mir für seine Rettung sehr dankbar. Aber es wäre unverantwortlich von mir, das auszunutzen. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Liara. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Was ich jetzt wirklich brauche, ist Freundschaft. Ich kann nicht lange weg, aber die ganze Zeit auf diesem Schiff zu verbringen. Bei Ihrem nächsten Besuch könnte ich vielleicht mal mit auf die Normandy kommen. Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass sie jetzt schon mitgeht. Wir haben nicht mal abgelegt. Klingt gut. Wenn ich das nächste Mal komme, haben wir ein Date. Ich freue mich darauf. Na, Moment mal. Das Date hätte ich gerne mit jemand anderem. Okay. Liebe Leute, das soll es mal gewesen sein. Wir gehen jetzt mal zurück auf die Normandy. Ich glaube, das war da lang. Und dann war es mit der Episode. War ziemlich spannend und das hier ist auch echt spannend. Mal schauen, was uns das noch so alles bringen wird. Da werden wir auf alle... Okay. Ja, also, ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode. Bis denn dann.